Und ich nehme tatsächlich noch ein viertes Haguruma mit rein. Man kann jede Karte viermal drin haben. Damit wir häufiger Haguruma ziehen und dadurch häufiger halt die Digitation bekommen können. Jo. Das sollte jetzt so einigermaßen passen. Wir spezialisieren uns jetzt auf Feuer ein bisschen. Mal schauen. Man kann ja immer noch alles umbauen. So. Ich habe schon wieder alle Themen vergessen, die ich gerade angesprochen habe. Ach ja. So, wir haben jetzt hier mit allen schon mal gesprochen. Dann gehen wir jetzt ins Lamm. In das Lamm. Kotelett. So, in das Lammkotelett. Mr. Alexei ist schon wieder aufgebracht. In der echten Welt ist wohl was los. Ui. Vergiss meinen Job, vergiss meinen Boss. Ui, der ist echt Depri. Dieses Lammkotelett. Alle kommen hierher. Nur ich komme nicht hierher. Können also nicht mit dem da hinten hinsprechen. Also wenn hier alle herkommen würden, wäre das ein bisschen voller, außer so gut wie keiner. Naja. Wieder draußen an der frischen Luft. Gehen wir nochmal jetzt in die Shops hier rein. Weil wir haben ja noch ein bisschen Kohle, haben wir ja noch. Weil wir haben ja noch ein bisschen Kohle, haben wir ja noch. Ja, das passt perfekt. Item Shop. Kaufen. Powerladung. Könnten wir ein paar kaufen. Könnten wir gut gebrauchen. Auf jeden Fall. DV-Plug. Ach so, ja, okay, gut. Man kann auch mit dem DV-Plug kann man auch diese Blast-Digitation schneller steigen lassen, aber das ist extrem teuer dafür, dass es das steigert. Naja. Attacke mit Spezialeffekten erhöht. Ja, also wir brauchen nur die Powerladung. Oder? Lähmendes brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. Powerladung nehmen wir mal. Nicht ganz so viele. Ah. In die richtige Richtung drücken. Nehmen wir mal 19. Das ist eigentlich ein ganz guter Preis, sogar 12-Bit. Ich hatte es teurer in Erinnerung. Das ist die Pfandleihe. Beziehungsweise wir dürfen uns einfach Sachen kaufen und brauchen sie nicht zurückgeben. Also Ringe. Sind eigentlich nicht so schlecht, die erhöhen halt die Statuswerte. Ja, um 10. Hier, Powerjuwel. Aber sind halt auch eigentlich ein bisschen teuer dafür. Sind wirklich teuer. Naja. Hier Feuerring und Wasserring. Achso, nee, das erhöht nur Resistenzen auch. Das hier erhöht halt. Giftresistenz, Schlafresistenz, Lähmungsresistenz, Verwirrungsresistenz und K.O.-Resistenz, wobei ich das nicht ganz verstanden habe. Aber wahrscheinlich sind das solche K.O.-Attacken, die einen sofort töten. So ähnlich wie Geofissur in Pokémon, wenn es trifft. Warum gehe ich eigentlich hier rein? Wir haben schon alles. Wir brauchen nichts mehr. Das mache ich meistens auch auf Screen hier, Ausrüstung, weil das geht mit Training eigentlich einher, weil ich kann schneller trainieren, wenn ich bessere Ausrüstung habe. Einige Items kann man wohl nicht im Laden kaufen. Aber Mr. Smith weiß angeblich nichts davon. Ja, ein Schmied, der Mr. Smith heißt. Mann, das ist richtig kreativ. So, wir sind noch nicht fertig. Wir wollen hier noch kurz in die Innen und unsere Pokémon heilen, weil unser Angemon hat ja ein bisschen Schaden bekommen, wenn wir uns nochmal daran erinnern. Übernachten. So. Und raus hier. So, jetzt können wir raus. Meine Güte. Das ist Asuka City, das Zentrum vom Asuka-Server. Asuka oder Asuka? Sagt mir doch mal, wie man sowas ausspricht. Ich bin kein Japanisch-Experte. Wahrscheinlich ist es.
Die Reise aller Tamer beginnt und endet hier. Darum geht's in Azuka, Azuka City, City, City. Ja. Das ist der Zentralplag. Plag, ja, der Zentralplag. So, das ist die besagte Arena von Leomon. Bei Leomon können wir unsere Pokémon, wie gesagt, schon für diese TP, die wir da unten links sehen, trainieren. Und ich würde sagen, das machen wir, weil die aufzuheben macht wenig Sinn. Und hier war auch es ist auch eine Stelle, die könnte man mit Safe Stats rein theoretisch ausbeuten, was wir aber nicht machen. Und wir lassen uns dann einfach verarschen, indem wir keine Boost kriegen oder sonstiges. Also wenn man es mit Safe Stats macht, kann man hier ziemlich schnell starke Digimons kriegen, ohne Safe Stats. Ist das halt nur ein schönes Nebenher. Ich überlege gerade nur, was könnte für welches Digimon am sinnvollsten sein. Wir können halt die fünf Standardwerte trainieren. Stärke, Verteidigung, Intelligenz, Weisheit und Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist ziemlich häufig wichtig. Ich habe mir gedacht, ich will Patamon eher so als Supporter haben. Das heißt, muss eher defensiv sein. Und eine hohe Intelligenz noch dazu kriegen. Kotemon wirklich offensiv. Und Renamon eher so Allrounder-mäßig. Ja. So habe ich mir das so gedacht. Es braucht auf jeden Fall. Gehen wir mal so trainieren. So, wir können jetzt für unterschiedliche TP-Punkte trainieren. TP10 ermöglicht, soweit ich weiß, glaube ich, das maximalste Trainingsergebnis, aber natürlich auch mit dem maximalsten Verlust. Deswegen ist das doof. Wir machen mal 5 immer. Ja, ich glaube, das ist okay. Ja, Patamon, ja, sehr gut. Huh, Verteidigung plus 7. Und? Verteidigung plus 8. Und, wow. Verteidigung plus 7, komm, krieg den Bonus, nein! Ah, schade, wir hätten jetzt mal einen schönen Bonus kriegen können. Dann machen wir jetzt mal Studium. Auch für 5, ja. Komm, das schaffst du. 10 minus 8, 2 oder 5, 2 oder 5, und, ja! Es ist 2. Gleiche Frage nochmal, schaffst du es diesmal, die Frage richtig zu beantworten? Natürlich nicht. Das hast du auch verdient. Kriegen wir auf jeden Fall keine Chance mehr auf den Bonus. Aber wir kriegen insgesamt 15. Naja, immerhin. Trainieren wir nochmal ein bisschen Yoga für 5. Ui, jawohl. Plus 7 schon mal. Und? Plus 7. Komm. Ja, plus 7. Nee, plus 8. Und komm, Bonus. Na! Wieso willst du keinen Bonus kriegen? Du magst mich nicht, Patamon, ne? Ich würde sagen, wir trainieren nochmal Yoga. Ja. Und wie sieht's jetzt aus? Konzentration? Ah, natürlich nicht. Können den Bonus schon mal nicht mehr kriegen. Jawohl, Mesen einmal. Plus 8. Ei. Nur plus 8. Ei. Dann will ich nochmal für Verteidigung. So, Patamon, das schaffst du. Sehr gut. Plus 8 schon mal. Nochmal plus 8. Und? Plus 8, komm, krieg den Bonus. Jawoll! Plus 10! Plus 34 insgesamt. Jawoll! Also da sieht man schon, wie groß die Differenz ist. Ich meine, bei dem einen haben wir gerade eben nur 8 Punkte gekriegt und hier haben wir jetzt auf einmal 34 bekommen. Da kann man mit Safe Stats schon so einiges reißen. So, Kotemon will ein bisschen... will diese drei Werte, Geschwindigkeit, Verteidigung und Schlag trainieren. Ich würde sagen, wir machen zweimal jetzt Seilspringen. Und? Ja! Sehr gut. Plus 7. Und? Plus 8.
Jawohl. Plus 7. Ja! Ja! Das ist immer gut. Das gibt nämlich schon wieder plus 32. Meine Güte. Wenn ich beim privaten Spiel mal so viel Glück hätte. Und nochmal. Und jawohl, das wird was. Plus 8. Na, hingefallen. Und? Ui. Und wieder hingefallen. Naja. Das war's wohl mit dem Glück. Ich sollte das nicht ansprechen. Dann will ich einmal die Verteidigung trainieren. 1, 2, 3 und... voll in die Fresse. Ja. Komm. Ja, sehr gut. Und... wieder in die Fresse. Ja, dann werde ich halt offensiv. Dann noch Schlag trainieren auf 5. Und rechts, links, durch. Okay, Schlag, Aufhieb, durch. Schlag, Aufschlag, wodurch. Ja, ich sage immer andere Worte. Dann ging's besser. Und jawohl, der Bonus kommt dazu. Immerhin 31 dazu. Und noch einmal. Plus 5, ja. Und zack, jawohl. Und jawohl, das ist sehr gut. Komm, komm durch. Jawohl, nochmal der Bonus. Jawohl. Also, bei manchen Pokémon ist es, Digimon, so. Boah, boah. Ich habe gerade so einen Herzinfarkt bekommen, das war gerade irgendwie sehr beunruhigend, naja. Bei manchen Digimon scheint es so, als ob sich manche Werte leichter trainieren lassen als andere, wie man zum Beispiel jetzt bei Kotomon gesehen hat. Serenamon soll im Prinzip alles lernen, also ich will nicht, dass Renamon Verteidigung und Studium lernen, es soll relativ offensiv, also beidseitig offensiv sein. Dazu soll es zweimal Speed, einmal Schlag und einmal zweimal Schlag, einmal... Mach ich erstmal alle einmal. So. Erstmal den Schlag. Zack, zack und Schlag. Jawohl. Ein, zwei und zack. Links, rechts, tritt. Sehr gut. Und noch einmal. Links, rechts, tritt. Ja. Schön. Sehr schön. 12 gut. Ich könnte jetzt, ich kann einfach alle zweimal jetzt nehmen. Das brauche ich mir das nicht so kompliziert machen. Links, rechts, weil Renamon levelt auch am schnellsten auf. Deswegen ist es nämlich schon Level 7. Und kriegt einen in die Fresse. Deswegen ist es auch schon auf Level 7. Obwohl es im Prinzip die gleichen Erfahrungspunkte hat wie Kotomon. Ich glaube sogar weniger Erfahrungspunkte hat als Kotomon. Ja, das ist schon komisch. Yoga, komm, komm, komm. In die Luft, sehr gut. Nochmal, in die Luft, und sehr gut. Und noch einmal, schwebe, schwebe. Nein. Was schläfst du auch ein? Hey, noch einmal. Für 5 TP. Schwebe, schwebe, sehr gut. Schwebe, schwebe, sehr gut. Und noch einmal. Schwebe, schwebe, schwebe. Ja. Und der Bonus, komm, 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 komm. Jawoll. Das ist nicht schlecht. Und jetzt noch zweimal Geschwindigkeit. Meistens ist Renamon noch irgendwie das Digimon, was bei mir immer am besten wird. Wenn ich das mal gespielt habe. Weil es irgendwie auch die meisten Bonus bekommen hat immer. Los, und noch einmal. Sehr gut. Ja, das heißt, er hat eine Chance auf einen Bonus. Und kriegt ihn auch. Man sieht jetzt schon, dass Renamon eigentlich schon fast ein Überflieger ist. Wie oft hat er jetzt den Bonus schon bekommen? Fünfmal, viermal. Einmal hat er einen in die Fresse bekommen. Nee. Nee, dreimal hat er nur einen Bonus bekommen. Quatsch, ja. Oder? Oder ich bin einfach schon wieder alles vergessen. So, jetzt haben wir unsere Trainingspunkte aufgebaut. Unsere Digimon sind etwas stärker. Etwas. Das ist immer gut. So. Hier haben wir jemanden. Bei dem bin ich nochmal sehr interessant.
ob die kämpfen oder Karten kämpfen möchte. Ich bin Natsumi, eine fröhliche Schülerin.